Machen wir das halt so. Wenn wir die später dann zu Geschütztürmen upgraden, dann sind wir ja eh relativ safe. Hier wollte ich eigentlich ganz gerne auch noch zumachen. Wir gönnen uns jetzt aber erst einmal die ganzen Ressourcenfelder hier. Plus 5, 4, ja, okay. So, dann hätten wir die auch alle. Und 4000 Gold. Thanatos 2000. Achso, ich brauche erst das Engineering Center. Okay. Ah, das würde so perfekt hier reinpassen und das Spiel lässt mich nicht. Es wird so schön aussehen. Muss ich das echt in dem Sektor hier bauen? Ja, gut, stellen wir es zur Foundry. Was soll's. Ich sollte auch noch nicht so viele Executor bauen, oder? Es wäre irgendwie sinnvoller, sich das aufzuheben bis zum Schluss. Weil die fressen uns momentan nur einen Haufen Ressourcen weg. Wir haben schon wieder keine Nahrung. Und jetzt fehlt uns sogar der Strom auch wieder. Ja gut, aber jetzt können wir auch nochmal ein Kraftwerk bauen. Das ist jetzt auch nicht so tragisch. Wir haben so viele Ressourcen. Das können wir uns gerade mal leisten. So. Wo schickt denn ihr die ganzen Scharfschützen jetzt gleich nochmal hin? Dahin. Okay. Ja, nee, wollte ich bloß wissen. Ach Gott, die zwei Bogenschützen. Was mache ich denn mit denen? Die schicke ich mal da runter. Ist ja echt nett. Kann ich hier eigentlich irgendwo noch so ein Ding hinstellen? 14? 14. Hier wollte ich ja eigentlich zubauen. Genau. Genau, das mache ich jetzt. Pass auf. Jetzt würde ich aber gerne was ausprobieren. Ah, nee, der überträgt die Reichweite nicht auf die andere Küste rüber. Schade. Das wäre cool gewesen. Dann hätte sie hier drüben weiterbauen können. Aber gut. Wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. So, wie schaut es jetzt aus? Kann ich jetzt... Ja, Thanatos erforschen. Dann können wir endlich auch Thanatos bauen. Dann ist die Welt wieder gerettet. Kann ich jetzt eigentlich noch ein paar Gebäude aufrüsten? Nee, habe ich Zelte? Ich kann nicht mal das Zelt gerade aufrüsten. Nee, okay. Gut. Nochmal 5 Scharfschützen. Wo packt man die mit dazu? Da drüben braucht es, glaube ich, keine Scharfschützen. Wenn wir da noch Thanatos haben. Weißt du was? Ich pack die Scharfschützen. Die packen wir mal da nach unten. So, einen weiteren Öldings brauchen wir eigentlich noch nicht so weit, ne? Ich muss hier mal die Mauern irgendwie verstärken, weil die sehen teilweise schon lächerlich aus. Die hier in der Mitte, lasse ich die? Ja, komm, es macht jetzt keinen großen Unterschied mehr. Ich lasse sie mal stehen. Wir könnten hier drinnen natürlich noch die ein oder andere Ballista aufstellen. Ja, so als innere Verteidigung. Hier wollte ich, genau, pass auf. Wo machen wir dazu? Dann machen wir hier so zu. Natürlich wieder mit Doppeltor. Jetzt habe ich 3 Tore gebaut, das war doof. Oh Gott, hier ist es so grün, ich erkenne gar nichts mehr. So, dann hätten wir da eine Notfallverteidigungslinie. Hier müsste ich dann auch irgendwie nochmal eine Linie ziehen, weil für den Fall, dass das nicht hält. Wobei, auf der anderen Seite, ich wollte ja eigentlich... Ich
Wir könnten hier mal ganz kurz auf Erkundungstour gehen. Oh, da ist ein Spitter. Ah, der kommt. Nee, du kriegst mich nicht. Ha! Loser. Da ist der Nächste. Komm, 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 komm. Sehr nice. Mit ein bisschen Micromanagement haut das hin. Das haut auch ganz gut hin. Oh, vielleicht können wir den Sektor doch sichern. Das wäre natürlich krank. Krass. Es wäre beides. Krank und krass. So, kann ich irgendwo... Plus 4. Ja, komm, +4. Weil nochmal ein paar Farmen bauen, es wäre schon cool, ne? Dann könnten wir hier eine Mauer ziehen. Ja, doch, ich sehe es genau vor mir. Ich sehe die Vision schon vor mir. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir dazu machen. Und hier oben irgendwie. Wie mache ich denn hier oben zu? Map Limit. Was? Da ist das Map Limit. Oh. Das heißt, ich kann da gar keine Farmen platzieren. Nein! Alter, wie gemein ist das denn? Boah, wie böse. Boah, wie böse. Den Bereich darf ich nutzen. Alles, was drüber ist, kann ich nicht bebauen. Oh, Mann. Wie, dass der mich immer anmeckern muss. Not enough resources, das wissen wir ja schon. Da oben, Map Limit. Kann ich dann über Lister reinstellen oder einen Executor? Stell mal einen Executor da auf dabei. Hauptsache, da steht überhaupt irgendwas. Kann ich nochmal Scharfschützen bauen? Das brauchen wir. Wood. Naja, so viel Wood haben wir dann dadurch nicht, aber was soll's? Ja, genau! Ihr blöden Viecher! I'm not amused! Na gut, da an das Ding kommen sie wahrscheinlich nicht ran. Das macht die Ballista hier schon. Ja, super. Wie viele kommen denn da noch? Da wieder. Ja, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, was das angeht. Da werden wir später gucken müssen. Wie machen wir das jetzt hier mit den Mauern? Ja, toll. Jetzt, wo ich es wegreiße, kommt gerade so eine Random Horde, weißt du? Also, das ist ja, nee. Da weißt du echt nicht, was du dazu sagen sollst. Okay. Wir haben Nahrung, jede Menge. Ich glaube, ich sorge jetzt erstmal dafür, dass wir hier oben zu bauen. Ich hau jetzt gerade mal das ganze Eisen raus, das brauchen wir eh nicht für Ballistas. Und ich baue jetzt wirklich nur Ballistas hier oben. Einfach, dass wir diese Position mal sichern können. Das da ist natürlich scheiße, da werden sie durchbrechen. Das dient jetzt auch nicht als äußerste Verteidigungslinie, um die Zombies aufzuhalten, sondern es ist eigentlich nur wegen den Farmen. Mehr ist es gar nicht. Ja, aber wenn ich hier eh nicht bauen kann, wie will ich denn hier dann zumachen? Hier hast du... Das ist eine Map Limit. Ach, Map Limit ist auf der Höhe. Das heißt, ich kann genau ab der Kante hier bauen. Okay. Das ist mal gar nicht so schlecht. Wie schaut es jetzt bei euch aus? So, können wir ein paar Zombies anlocken?
Building completed. Sniper is ready. So. Aber hier hätten wir nochmal Grünfläche, die man nutzen könnte, ne? You are gonna pay me for this, right? What do you want now? I need to explode this car. Bullseye. So, wo haben wir denn? Da haben wir einen. Dann stellen wir die mal kurz alle um von der Priorität. Halt, warte mal. Wir könnten ja hier theoretisch auch noch sowas setzen. Und vielleicht noch mal ein bisschen Holz. Plus 12 Holz, das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Dann widmen wir uns jetzt wieder den Gebäuden. Den Gebäuden. Passen Sie mal auf. Achso, dann ist hier eh kein Platz mehr, aber du könntest hier noch was bauen und dann warst du schon wieder. Wie schaut's mit den Mauern aus? Die hier könnten wir ebenfalls noch verstärken, vor allem die hier außen. Map Limit. Ich habe schon wieder das Map Limit erreicht. Ist ja ein Träumchen. Wozu habe ich hier eigentlich ein Tor gesetzt? Ich kann nicht mal zumachen. Attention. Building completed. Let me crush some skulls. So, wir könnten eigentlich jetzt auch Thanatos schon mal einsetzen. Oder warten wir mit denen? Ich glaube, wir warten noch ein bisschen mit denen. Ich glaube, wir sollten hier auch nochmal eine Verteidigungslinie reinzwirbeln. Nur für den Fall der Fälle. Lieber hast du ein paar Abzweigungen zu viel als zu wenig. So. Hier sollten wir vielleicht noch zumachen. Aber dann aus dem Osten. Ja, viel Spaß. Sollen wir hier noch irgendwo Türme reinsetzen? Das könnte man machen. Nein, keine Kohle mehr. Was brauche ich eigentlich für Türme? 450? Ja, komm, pfeift auf. Die haben jetzt mehr als genug Lebenspunkte. Die Dinger haben wie viel? 2000? Nee. Ja doch, 2000 Lebenspunkte haben die. Ich glaube nicht, dass die hier oben irgendwie lebend durchkommen. Nee, glaube ich nicht dran. Keine Sekunde. Die kommen ja auch von unten. Scheiße, ich hätte darauf achten sollen, von wo sie kommen. Okay. Oh, das war doof. Wie geht nicht? Die Frage ist halt auch, wo greifen sie an? Sie greifen natürlich hier an. Super, weißt du, und da oben die Mega-Verteidigung und hier unten. Ja. Oh, Scheiße. Ups. Ja, du musst natürlich genau jetzt speichern. Komm, verzieh dich. Können wir hier noch einen Tower, einen Shocking Tower irgendwo bauen? Nee, ne? Nee, da habe ich gerade den Platz verschenkt dafür. Kein Gold. Was könnten wir zur Not zur Verstärkung schicken? Euch. It's a nice day to die.
Vergisst es, zieht euch zurück, die sind durch. Oh! Da fehlt mir gerade, ein Fehler auf. So. Scheiße, die werden nicht rechtzeitig fertig. Oh, wäre das ärgerlich, wenn die jetzt hier durchbrechen und uns fertig machen. Let's put this awesome body to use. One. Take it easy. They are trying to break through. Kann ich dich aufrüsten? Nein, ich brauche 30 Eisen und 700 Gold. Ah. Yeah. Wie viele Steine? 20. Okay. Das reicht einfach nicht. Wann kriege ich wieder Kohle? Alter, ey, komm schon. Nein, oder? Nein, komm schon, ihr müsst es halten. Ihr müsst diese Viecher aufhalten. Scheiße. Okay, wir haben Kohle, aber kein Eisen. Wenn ich jetzt welches kaufe... oh Gott, nein, komm schon, das kann's doch nicht sein, oder? Das kann's doch nicht sein und ich dachte mir die ganze Zeit schon, den Part musste sichern. Oh shit, okay, weißt du was, scheiß auf die Einheitenverteilung. Alles an Einheiten, was wir haben, muss sofort da runter. Ach du Schande. Ihr müsst sie aufhalten, bis dieser Turm da drüben fertig wird, sonst haben wir da ein Problem. So leid es mir tut, aber ich muss hier zubauen. Ich kann nicht zulassen, dass die da durchkommen. Ich weiß, dass wir die jetzt alle verlieren werden. Tapferes, tapferes Opfer, aber es hilft nicht. Oh ja, der Executor steht. Okay, zieht euch hinter das Tor zurück, wenn ihr das schafft. Nee. Ach du Scheiße. Wo bleiben die Thanatos? Oh Gott. Oh Gott. Oh, das könnte man schaffen. Das könnte man schaffen, wenn jetzt die Thanatos noch kommen. Schieß, 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 kill it, kill it, ja, kill it. Ach du Schande, boah. Oh Gott. Mir ist das Herz gerade in die Hose gerutscht. Boah. Okay.